Max Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Linda Bethke. Schön, dass Sie dabei sind. Heute gibt es bei uns die Top-Themen der Woche aus ganz Europa und wir starten in Frankreich. Strich drunter. Die Höhepunkte des Comic-Festivals in Angoulême. Rad ab. Lutz Eichholz hat einen fast 5700 Meter hohen Berg auf dem Einrad befahren. Und tierisch drauf. Designer Karl Lagerfeld hat seine Katze als Model in Szene gesetzt. Seit mehr als 40 Jahren kommen Zeichner, Verleger und Fans zum internationalen Comic-Festival nach Angoulême im Westen Frankreichs. Es ist das größte Treffen der Branche in ganz Europa. Auch wenn es eine lange Tradition hat, in diesem Jahr war alles anders. Nach dem Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo wegen der wiederholten Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen trauert die Szene noch immer. Aber niemand will sich unterkriegen lassen, ganz im Gegenteil. In Angoulême ging es darum, Solidarität zu zeigen und zu beweisen, wie kreativ die zeichnende Zunft auch nach dem Schock ist. Die wichtigste Voraussetzung für Angoulême ist Ausdauer. Denn oft gleicht das Comic-Festival einem Ameisenhaufen. Persönliche Widmungen, der Kontakt zu den Zeichnern und die Vielfalt der Werke machen es für Fans dennoch zu einem Muss. Auch der Zeichner Jens Harder aus Berlin ist dabei. Vor 5 Jahren wurde er in Angoulême bereits mit einem Preis ausgezeichnet. An dem Festival schätzt er vor allem den Austausch zwischen Zeichnern und Publikum. Ich denke, es ist total wichtig, dass man auch zusammenkommt. Also, dass die Leser auch mal schauen, wer steckt da hinter den Büchern, wer macht es. Und man sich austauschen kann oder zumindest eine Signatur bekommt. Man kann die Ausstellung sehen, die Originale. Man kann schauen, wie die Leute gearbeitet haben. Mit seiner Graphic Novel Beta, dem zweiten Teil einer monumentalen Trilogie, ist Jens Harder auch in diesem Jahr für einen der Hauptpreise nominiert. Auf mehr als 2000 Bildern zeichnet er darin die Evolution unseres Planeten nach. Es ist zwar mühsam, sagen noch manche, wie hältst du das durch 4 Jahre, bis das nächste Buch erscheint, aber ich habe dann auch 4 Jahre, kann es in Ruhe abarbeiten. Ich muss es nicht jedes Mal neu irgendwie ein Setting und Charaktere erfinden oder so. Ich kann mich darauf konzentrieren und das ist das, was ich am liebsten mache. Doch nicht nur um die Zeichner und ihre neuen Werke geht es in diesem Jahr in Angoulême. Das Festival steht ganz unter dem Eindruck des Attentats auf Charlie Hebdo. In der ganzen Stadt hängen Plakate mit den Covern des Satire-Magazins. Entsprechend streng sind die Sicherheitsvorkehrungen. Außerdem ehrt das Festival Charlie Hebdo mit einem Sonderpreis, den der bekannte französische Zeichner Jean-Christophe Menu stellvertretend entgegennimmt. Wenn wir uns von dem Terror beherrschen lassen und aufhören zu lachen, weil wir sonst eine Kalaschnikow ins Gesicht bekommen, dann ist das nicht mehr witzig. Dann hat die Gesellschaft ihren Sinn verloren. C'est plus drôle et la société n'a plus aucun sens. Das Comic-Museum der Stadt zeigt die Geschichte von Charlie Hebdo in einer Sonderausstellung. Von den Anfängen im Jahr 1960 bis hin zur jüngsten Ausgabe. Die Comic-Szene drückt ihre Solidarität außerdem mit einer Sonderedition aus. 170 Zeichner zeigen darin, was sie nach dem Anschlag in Paris bewegt hat. Der Erlös des Buches geht an die Opferfamilien. Ich glaube, man weiß das jetzt noch mehr zu schätzen, was das für ein wertvolles Gut ist, dass wir Meinungsfreiheit haben, weitestgehend, und uns ausdrücken können in allen Medien und auf die uns direkteste oder beste Art. Wie groß die Kreativität der Zeichner dabei ist, zeigt das Festival auch in diesem Jahr. 4 Tage lang können sich Besucher treiben lassen zwischen Humor und Historie, Tragik und Traum. Zu den Höhepunkten der Schau gehört die Ausstellung über die US-amerikanische Zeichenlegende Jack Kirby, berühmt für seine Superhelden-Comics. Charaktere wie Hulk, die X-Men oder den Silver Surfer hat er miterschaffen.
Zeit zum Stöbern hat Jens Harder auf dem Comic-Festival in Angoulême nur wenig. Als nominierter Zeichner ist er bei zahlreichen Diskussionen und Veranstaltungen gefragt. Dass Comics inzwischen als eigene Kunstform ernst genommen werden, freut ihn. Schließlich spreche aus ihnen die Kraft zweier Welten. Verbindet eigentlich die besten Momente oder Möglichkeiten von der reinen Literatur und von den puren filmischen Umsätzen einer Idee. Deswegen ist es für mich perfekt als Zeichner. Bei der Preisverleihung geht Jens Harder in diesem Jahr leer aus. Doch der Berliner brennt schon darauf, mit dem nächsten Teil seiner großen Trilogie zu beginnen. Ich liebe mein Fahrrad wirklich, aber meins hat ja auch zwei Räder. Einradfahren, das wäre wirklich nichts für mich. Lutz Eichholz dagegen ist auf diesem Gebiet ein absoluter Profi und hat schon so einige Rekorde aufgestellt. Umso schwieriger das Gelände, umso steiler die Abfahrt, desto besser findet er das. Einrad-Downhill nennt man das Ganze dann. Dafür ist er zuletzt sogar in den Iran gereist. Das hat vor Lutz Eichholz noch niemand gewagt. Mit dem Einrad 5600 Meter vom Gipfel ins Tal. Der Deutsche hat sich dafür den Damavand in Iran ausgesucht. Ist für mich einfach schön zu sehen, wenn Dinge, die unmöglich schienen, auf einmal möglich werden. Und es ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Also manchmal frage ich mich selbst auch, warum mache ich das? Warum trage ich jetzt 12 Stunden mein Einrad einen Berg hoch, nur um zu sehen, dass es vielleicht doch ein bisschen zu schwer ist und ich überhaupt nicht runterfahren kann? Aber jedes Mal ist dieses Erlebnis im Nachhinein so schön, dass ich da noch lange ran zehren kann, wenn ich dann wieder zu Hause in Kaiserslautern bin. Vor 10 Jahren ist Lutz Eichholz zum ersten Mal aufs Einrad gestiegen. Inzwischen ist der 4-fache Weltmeister Profisportler. Er hat mehrere Sponsoren, die ihn unterstützen. Außerdem verdient er sein Geld mit Auftritten in Fernsehshows und bei Veranstaltungen. Angefangen habe ich durch meine Schwester. Das war jetzt irgendwie einfach nur, mach mal irgendeinen Sport mäßig. Aber als ich dann bei meinem ersten großen Wettkampf in China Chris Holm gesehen habe, einen bekannten kanadischen Einradfahrer, wie der die Berge darunter rast, das war für mich so die Zündung, dass ich sofort wusste, das will ich machen, ich will in die Berge, ich will nicht nur in der Turnhalle fahren. Und das hat mich unheimlich motiviert. Seit 2009 ist Lutz Eichholz in den Bergen unterwegs. Wie hier auf 3000 Metern in den italienischen Dolomiten. Auf einem speziellen Einrad mit extra dicken Reifen und einer Bremse. Wie jeder Extremsportler kommt auch Lutz Eichholz nicht ohne Blessuren davon. Aber in den Bergen hat er sich noch nie verletzt. 2011 hat er die Alpen überquert. Bei den Bergabfahrten ist das größte Risiko, dass man an der Stelle stürzt, wo man nicht stürzen darf. Also weil es halt zu sehr runter geht, da muss man immer genau überlegen, kann ich das oder kann ich das nicht. Also da gibt es nichts dazwischen, sondern nur 100% oder halt dann doch mal das Rad wieder runtertragen. Und dazu gehört sehr viel Erfahrung, dass man halt genau abwägen kann, ob es möglich ist oder nicht. Auf der Slackline hält Lutz Eichholz den Einrad-Weltrekord. Laut Guinness-Buch der Rekorde exakt 15,66 Meter. Insgesamt hat Lutz Eichholz mit dem Einrad schon 6 Weltrekorde aufgestellt. Zum Beispiel auch den für den schnellsten Lauf über 10 Hürden. Ein anderer, der höchste Sprung mit einem Einrad. Immerhin fast 6 Meter. Gerade wenn Rekord schon da ist und man hat gedacht, okay, ich kann jetzt nicht länger auf der Slackline fahren als 15 Meter, dann ist es natürlich unheimlich motivierend, wenn man versucht, das nochmal zu schlagen. Oder wenn vielleicht dann doch auch mal ein anderer langsam an die Strecke rankommt und man sagt, ich will nochmal eine Schippe drauflegen. Und das hilft einfach. Ich fahre seit sehr, sehr vielen Jahren Einrad, dass ich immer motiviert bleibe, um da wieder regelmäßig zu trainieren. Lutz Eichholz trainiert gemeinsam mit seiner Freundin Giulia Tessari. Die Italienerin ist selbst viel in den Bergen und macht sich in der Regel keine Sorgen um Lutz. Aber bei seinem letzten und extremsten Projekt, der Abfahrt vom Damavand in Iran, war das anders. Also das hätte ich auch nicht vorher gedacht. Vor dem Iran-Projekt, ich war nur ihm unterstützen. Ich dachte, ja, das wird super. Und dann, als er weg war, ich dachte schon, der könnte sich auch nicht so oft melden. Und ich habe oft auf mein Handy geguckt, ob eine Nachricht gekommen ist. Und nee, da habe ich mir schon ein bisschen Sorge gemacht, muss ich ehrlich zugeben.
Auf die Abfahrt vom Damavand in Iran hat Lutz Eichholz sich 3 Jahre lang vorbereitet. Der Gipfel ist zwar relativ einfach zu begehen, aber die Luft ist extrem dünn. Deshalb leiden viele an der Höhenkrankheit. Viele unterschätzen den Berg, denn er ist nur 5600 Meter hoch und man gelangt auf Wanderwegen zum Gipfel. Aber das hat nichts zu bedeuten. Ich habe ausführlich mit Lutz gesprochen und dann war mir klar, wenn es jemand schafft, dann er. Den Gipfel erreicht das Team nach 4 Tagen. Vorher mussten sie einen Kameramann mit gebrochenem Fuß wieder vom Berg bringen. Ein anderer Begleiter litt an der Höhenkrankheit und musste vorzeitig absteigen. Und auch Lutz Eichholz hat mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen, zum Beispiel extremen Temperaturschwankungen. Im Tal anzukommen war das beste Gefühl, was ich je hatte. Gerade weil wir vorher in so extremen Höhen unterwegs waren, habe ich mich wieder viel fitter gefühlt, weil die Luft wieder total gesättigt ist. Und vorher ist so viel schiefgelaufen und wir haben wirklich ein paar Mal habe ich gedacht, das wird nichts. Und da wusste ich halt einfach so, jetzt hat's geklappt, jetzt kann mir keiner mehr nehmen und das war perfekt. Lutz Eichholz bleibt weiter auf der Suche nach neuen Extremen, ohne dabei leichtsinnig sein Leben zu riskieren. Wenn der berühmte deutsche Designer Karl Lagerfeld kreativ wird, lässt er sich stets von einer Muse inspirieren. Doch das muss nicht immer ein Model sein. Manchmal ist es auch seine Katze. Und wenn die Muse miaut, dann lässt sich Lagerfeld sogar zur Autowerbung hinreißen. Der Star der Aktion des Herstellers Opel war deshalb auch die Katze des Meisters. Die Idee für diese außergewöhnliche Aktion hatte die Marketingchefin des Unternehmens. Sie arbeitet intensiv daran, das Image von Opel aufzupolieren. Und dafür lässt sie sogar Lagerfeld persönlich zu einer Präsentation in Berlin einfliegen. Karl Lagerfeld. Diesmal ist er nicht in modischer Mission unterwegs. Der Designer ist in Berlin, um seinen neuen Autokalender zu präsentieren. Als Supermodel posierte Choupette, Lagerfelds Birma-Katze. Zur Vernissage ist der Modestar extra aus Paris angereist, aber ohne Katze. Heute ist in Paris. Ja, wissen Sie, das ist eine zu kurze Reise. Ich meine, sie reist mit mir, wenn ich nach Amerika gehe oder nach Südamerika sogar oder nach Italien und in Salzburg kommt sie mit. Aber wenn das nur für einen Abend ist, ist das zu anstrengend. Ne? Und da wären auch zu viele Leute gewesen. Ne? Das Fotoshooting fand im vergangenen Herbst in Paris statt. Der Chefdesigner des Luxuslabels Chanel inszeniert sein Haustier Choupette rund um einen Kleinwagen. Eine unerwartete Kombination. Ausgedacht hat sich diese Werbeaktion Tina Müller. Seit August 2013 ist sie die neue Marketingchefin des deutschen Automobilherstellers Opel. Ich wollte diesmal ein bisschen ausbrechen aus dieser normalen Kategorie Model auf Auto. Ja, und dann haben wir so ein bisschen überlegt und dann sind wir auf die Idee gekommen, die Katze, der Star, der neue Star von Karl Lagerfeld, Choupette, auf dem Corsa fotografieren zu lassen. Und ja, vielleicht eine verrückte Idee. Der biederen Automarke will Tina Müller ein neues Image verpassen. Ausgerechnet sie, die jahrelang für die Vermarktung von Kosmetik zuständig war. Jetzt soll die branchenfremde Opel aus den roten Zahlen führen. Die Mitarbeiter sahen das zunächst skeptisch und nannten sie Shampoo-Prinzessin. Ich habe darüber gelacht und ich finde das super. Ich finde, wenn man solche Spitznamen bekommt, dann hat das auch was Gutes. Und es ist natürlich richtig. Ich habe 20 Jahre Shampoo verkauft und das ist mir auch ganz gut gelungen, das ein oder andere Mal. Und da nehme ich diesen Titel gerne in Kauf. Ja. Um den schlechten Ruf einer Automarke zu ändern, braucht man einen sehr langen Atem, weiß Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Menschen haben bei Images von Automarken oder von Marken Gedächtnisse wie Elefanten. Also wenn etwas im Kopf festgesetzt ist, dann dauert es 5 bis 10 Jahre, bis es ein neues Bild gibt von der Marke. Denn man erinnert sich an Erfahrungen, die man gemacht hat mit der Marke, erinnert sich an das Auftreten der Marke. Und wenn das schlecht war, dann hat man das sehr, sehr lange im Hinterkopf gespeichert. Tina Müller macht sich das schlechte Opel-Image zunutze, setzt es als Stilmittel ein und engagiert prominente Schauspieler. Als die Frage kam, ob ich Werbung für Opel machen würde, dachte ich. Opel? Echt jetzt? Also ich meine, man muss ja auch an sein Image denken, ne? Ihre Werbekampagne heißt Umparken im Kopf und zeigt erste Erfolge.
Die Marke wird laut Umfragen positiver wahrgenommen. Und Tina Müller überzeugt langsam auch ihre größten Kritiker im Unternehmen. Das Wichtigste ist ja, wenn ein Opel-Mitarbeiter nach Hause geht und es kommt der Nachbar vorbei und sagt, Mensch, also bei euch tut sich ja richtig was, ihr seid ja auf einem super Weg. Und dann weiß jeder Mensch, irgendwas läuft hier gerade richtig. Und damit ist natürlich meine Akzeptanz intern auch stark gestiegen. Ja. Selbstbewusst folgt Tina Müller ihren Visionen. Sie will die weibliche Zielgruppe stärker ansprechen und lässt zum Beispiel einen speziellen Duft für das Auto kreieren. Werbegags wie die Katzenfotos von Karl Lagerfeld sind erst der Anfang. Die ehemalige Shampoo-Prinzessin wird sicher noch viel frischen Wind in die Automobilbranche bringen. In fast jeder Wohnung, in jedem Haus findet man wohl skandinavisches Design. Einige Namen haben dabei in der Designgeschichte eine wichtige Rolle gespielt. Die neuesten Ideen wurden gerade wieder auf der Stockholm Design Week vorgestellt und auch auf einer Messe, die dort fast zeitgleich stattfindet. Was die neuesten Trends aus dem Norden Europas sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie ist die jährliche Leistungsschau des skandinavischen Designs, die Stockholm Furniture and Light Fair. Mehr als 650 Aussteller sind bei der Messe dabei. 40.000 Besucher werden erwartet. Design aus den nordischen Ländern liegt seit Jahren im Trend und das weltweit, weiß Messechefin Cecilia Nyberg. Skandinavisches Design ist einfach etwas Besonderes. Es zeichnet sich durch hohe Qualität aus, aber auch durch Funktionalität und eine klare Formensprache. Es ist also absolut nicht schwer, daran Gefallen zu finden. Zumal es in diesem Jahr auch noch überaus bunt zugeht. Angesagt sind Möbel in knalligen Farben und ausladenden Formen. Etwa Sofas und Sessel mit überdimensionalen Lehnen. Das Greenhouse ist das kreative Epizentrum der Messe. Hier präsentiert der Design-Nachwuchs seine Entwürfe. Jeder hier hofft auf ein Geschäft mit einem Hersteller, der das Möbelstück dann in Serie produziert. So geht es auch Camilla Agestrup aus Kopenhagen. Sie hat ein modulares Sitzsystem entwickelt. Mit dem Prototyp ist sie das erste Mal auf der Messe dabei. Ich möchte hier als Designerin natürlich mit meinem persönlichen Stil und meinen Entwürfen auffallen. Mir geht es darum, den Leuten zu zeigen, was mich als Designerin bewegt. Und ich will mit ihnen darüber ins Gespräch kommen. In der Stockholmer Innenstadt findet parallel zur Messe die Design Week statt. Lokale Designer öffnen ihre Ateliers und Showrooms. Etwa Superfront. Die Firma hat sich auf die Veredelung von IKEA-Möbeln spezialisiert. Monika Born hat das Unternehmen 2014 gegründet. Superfront bietet passgenaue Fronten und Türen für die gängigsten IKEA-Modelle. So lässt sich der Massenware ein individueller Anstrich verpassen. Unser Zuhause und vor allem unsere Einrichtung ist mittlerweile ein Mittel der Selbstdarstellung. Und wenn man das auf eine besonders individuelle Weise gestalten kann, dann umso besser. Denn man kann zeigen, wer man tatsächlich ist. In diesem Haus gleich um die Ecke gibt es eine Design-Wohngemeinschaft. Hier leben etwa 10 junge Designer aus Finnland und Island für eine Woche zusammen. We live here, heißt das Projekt. Es soll dem Design-Nachwuchs zur besseren Vernetzung und Inspiration verhelfen. Wir wollten hier eine besonders behagliche Umgebung schaffen. Das hier ist garantiert die gemütlichste Ausstellung auf der gesamten Stockholmer Design Week. Die Leute sollen sich hier einfach entspannen. Zurück auf der Möbelmesse. Hier geht es dieses Jahr einer liebgewonnenen Tätigkeit an den Kragen, dem entspannten Sitzen im Büro. Gift für den Rücken, sagen Wissenschaftler. Und deswegen werden wir wohl künftig auf so einem flexiblen Hocker balancieren. Oder wir lassen uns von diesem Teleskopsitz in die Höhe buxieren. Und das ist auch nötig, denn der Schreibtisch der Zukunft beginnt über dem Bauchnabel. So soll der Kunde für die veränderten Arbeitswelten fit gemacht werden. Wir werden von der Technologie getrieben. Die macht es möglich, dass wir unsere E-Mails rund um die Uhr empfangen können. Der klassische 9-to-5-Arbeitstag gehört längst der Vergangenheit an. Wir arbeiten mittlerweile länger, und zwar spät am Abend genauso wie am frühen Morgen.
Zum Feiern bleibt in Stockholm aber trotzdem noch etwas Zeit. Zum Beispiel im Showroom des schwedischen Innenarchitekten Senab. Auf der Bühne läuft eine Show, bei der Designklassiker aus den vergangenen 40 Jahren im Mittelpunkt stehen. Nordisches Design sorgt eben überall für gute Laune. Verrostet, verstaubt und alles andere als fahrtüchtig. Ja, was für die einen die reinsten Schrotthaufen sind, sind für Oldtimer-Liebhaber wahre Schätze. Manche der alten Autos sind sogar mehrere hunderttausend Euro wert. Umso spektakulärer war es, als Ende 2014 eine längst vergessene Sammlung von Oldtimern in Frankreich auftauchte. Die ältesten Wagen stammen aus den 30er Jahren. Jetzt werden sie in Paris versteigert. Ein halbes Jahrhundert rosteten sie unbeachtet vor sich hin. Nun wurden sie aus dem Dornröschenschlaf geweckt. 59 wertvolle Oldtimer, die jetzt noch einmal zusammen auf der Automesse Salon Rétromobile in Frankreichs Metropole Paris präsentiert werden und die Besucher verzücken. Ein Traum für Sammler und Autofans. Wunderbar. Dafür gibt es kein anderes Wort. Wunderbar. Einfach super. Außergewöhnlich. Autos zu sehen, die geschlafen haben. Fabelhaft. Auf dem Grundstück eines Schlosses im westfranzösischen Dorf Échiré standen sie in Wellblechschuppen. Die Erben der Sammlung, die nicht vor die Kamera wollen, erzählen uns, dass sie als Kinder oft dort spielten, jedes Auto kannten. Nur eins nicht. Den Ferrari California Spider von 1961. Als sie ihn entdeckten und ahnten, welchen Schatz sie hatten, holten sie sich Ende 2014 Rat von Autoexperten. Wir haben einen Anruf von einer sehr netten jungen Frau bekommen, die mich von früher her kannte. Sie sagte, ich habe einen Ferrari California in meiner Garage. Ich dachte, sie machte einen Witz. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein California einfach so viele Jahre in einer Garage herumstand. Der Ferrari California Spider ist der Star auf dem Salon Rétromobile. Schon im Vorfeld der Automesse meldeten sich viele Interessenten aus Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Sein Wert wird auf 9,5 bis 12 Millionen Euro geschätzt. Er gehörte dem französischen Schauspieler Alain Delon. Nicht zuletzt deshalb für viele ein Traumauto. Für Pierre Novikov und seinen Kollegen Mathieu Lamour bleibt die Entdeckung ein besonderes Erlebnis. Auch wenn Experten bezweifeln, ob dieser vermeintliche Jahrhundertfund nicht doch bekannt war. Dieser California war unter einem Stapel von Zeitschriften versteckt. Hier in der Heckklappe ist eine Beule wegen des schweren Stapels, der darauf viele Jahre lag. Und das Tolle ist, wenn man den Motor anschaut, sieht man, dass alles original ist. Es ist der einzige California weltweit, der nie restauriert wurde, wie ein Auto aus zweiter Hand. Ferrari, Bugatti, Delage, Hispano Suiza, De La Haye. Mehr als 200 Fahrzeuge gesammelt seit den 1950er Jahren. Der Spediteur Roger Bayon träumt zusammen mit seinem Sohn von einem eigenen Museum. Ende der 70er Jahre kommt seine Firma in Turbulenzen. Der Traum platzt. Einige Autos werden verkauft, der Rest gerät in Vergessenheit. Dass die Oldtimer versteigert werden, freut den Sammler Peter Mullen aus den USA. In seinem eigenen Museum bei Los Angeles stehen mehr als 100 Raritäten. Ihn interessiert dieser marode Talbot Lago. Geschätzt bis zu 600.000 Euro wert. Einen besitzt er schon. Es ist eines meiner Lieblingsautos. Als ich wusste, dass das Schwesterauto hier ist, musste ich kommen, um es zu sehen. Es sieht schon sehr mitgenommen aus, aber es wäre etwas Besonderes, es zu besitzen. Früher, wenn ein Sammler ein altes Auto gefunden hatte, sagte er immer, ich werde es komplett restaurieren. Ich werde alles auseinandernehmen und von Grund auf wieder aufbauen. Heute sagen mehr und mehr Leute, vor allem in Europa, mehr noch als in den USA, nein, 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 lasst es so, wie es ist. Denn ein Auto ist nur einmal ein Original. Und wenn man etwas daran macht, ist es nicht mehr original. Original.
Fast alle Autos könnten wieder restauriert und fahrtüchtig gemacht werden. Allerdings bräuchte man pro Wagen nach Schätzungen rund 1 Million Euro. Die schlafenden Schönheiten werden künftig in Sammlungen rund um den Globus verstreut sein. Das Museum, von dem Roger Bayon einst träumte, ist dann eben in aller Welt. Auch mit so einem aufgemöbelten Oldtimer würde ich jetzt wohl auch nach Hause fahren. Diesen und natürlich weitere Beiträge finden Sie auf unserer Internetseite dw.de/euromax. Das war's von uns für heute, aber wir sehen uns bis dahin. Tschüss.